Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Eden. In der letzten Ausgabe sind wir ja nicht wirklich weitergekommen, wir haben allerdings den Tod von Großvater Tau mitbekommen. Dina begleitet uns nun zur Krypta der Verlassenen, wo wir das Geheimnis des Zitadellenbaus vom verstorbenen Dinosaurier Gra herausfinden sollen, der seinerzeit ein Freund unseres Urgroßvaters war, dem Architekten, der die Zitadellen zu verantworten hatte sozusagen. Ich habe in der letzten Folge leider eine von den Grundprinzipien von Lost Eden leider missachtet, beziehungsweise von den Grundtipps, die man beachten sollte. Man sollte mit jedem Charakter so viel sprechen, wie es nur irgendwie möglich geht, bis er nichts Neues mehr zu sagen hat, denn so bekommt man unter anderem vielleicht Gegenstände, die man für den Spielverlauf benötigt. Und so ist es jetzt hier mit Monk, denn wenn wir mit Monk reden, bekommen wir einen Gegenstand, den wir benötigen. Also quatschen wir ein bisschen mit ihm. Ah, Prinz Adam. Ich weiß, du willst mehr über die Welt außerhalb der Zitadelle wissen. Aber beurteile deinen Vater nicht zu hart. Deine Sicherheit ist seine größte Sorge. Ja, das habe ich gemerkt, Monk. Schade, dass das Wissen um den Bau der Zitadellen verloren ging. Nur mit diesem Wissen können wir uns gegen die Tyrannos wehren. Aber Monk, ich weiß doch, wie wir dieses Wissen zurückbekommen können. Leider ging das Geheimnis deines Ahnen verloren. Nur hier in Mo sind wir vor Murkus Rex sicher. Wenn doch nur das große Geheimnis gelüftet werden könnte. Wenn ich doch nur sprechen könnte, dann könnte ich dir nämlich mitteilen, dass ich es lösen will. Prinz Adam, nimm diesen Talisman. Es ist mein Geschenk zur Volljährigkeit. Er wird dir Mut geben. Ja, und da ist der Talisman, den wir für Dina brauchen. Tatsächlich. Also wir kriegen ihn nur, wenn wir Monk totquatschen. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Talisman Dina direkt geben kann. Mal sehen, was sie dazu sagt. Ich fühle mich stark genug, die Kammer des Scharfrichters zu betreten. Sollen wir gehen? Und sie sagt es auch direkt schon, also passt das ja ganz gut. Dann machen wir das doch auch gleich. Die Kammer des Scharfrichters, Dina ist bereit. Mal sehen, was wir dort erfahren werden. Vielleicht kann sie ja die Dolmetscherin spielen. Hallo, mein Freund, dessen Namen ich nicht kenne. Ja, okay. Ich kann übersetzen, was Jabba der Scharfrichter sagt. Als er ein kleiner Junge war, schnitt ihm der Versklaver die Zunge heraus, damit er nicht mehr reden konnte. Er sah und tat schreckliche Dinge. Er schämt sich sehr. Jabba ist also sein Name, okay. Er gibt dir ein Geschenk zum Tag deiner Volljährigkeit. Ein Zahn. Nun sieht einer mal das. Dieser Zahn wird wahrscheinlich fehlen in der Zahnreihe dieser Skelette, dieser mumifizierten whatever Ahnen von uns. Und das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Und dann wird wieder die tolle Musik kommen, die ich so sehr liebe. Gehen wir also einmal hier hin. Wir können ja mal Monk fragen, was er von dem Zahn hält. Ein alter Zahn. Sehr alt. So alt wie du etwa? Naja, gucken wir mal. Mal sehen, was hier passieren wird. Also wenn das nicht creepy ist, dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, als Kind hat mich das hier total gefürchtet. Gehen wir hinab. Es hat sich ein Weg geöffnet und er wird zur Krypta führen. Wir steigen hinab. Hörst du auch den alten Moorkommen bellen, Adam? Erinnerst du dich, wie viel Angst du als Kind hattest? Ja, das tue ich in der Tat. Also ist Moorkong hier tatsächlich gefangen oder gefangen gewesen. Wir müssen weiter. Oh Gott. Ich kann diesen Ort nicht betreten.
Dort sind Schrecken, denen ich selbst mit dem Talisman nicht gegenübertreten kann. Toll, Dina. Aber ich oder was? Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Könnt ihr verstehen, warum man als Kind Angst hatte? Ich glaube ja. Wir sollten auch hier den Zahn einsetzen und gucken, was wir erreichen können. Er wollte noch irgendwas sagen, aber wahrscheinlich ist er nicht mehr dazu gekommen. Der Weg öffnet sich. Es geht noch weiter in die Finsternis. Die Trompete war Großvaters Idee. Murkong hörte sich so an. Als er starb, ersetzte Tau ihn durch Iguana, der die Trompete bläst, um Eindringlinge abzuschrecken. Es hört sich an, als wäre Murkong noch am Leben. Aber warum wollte Tau, dass niemand hier reinkommt? Vielleicht, weil niemand das Geheimnis stehlen sollte? Außer jemand, der eben in der Lage ist, damit auch etwas anzufangen und die Zitadellen wieder aufzubauen. Das ist möglich. Ich glaube, Tau hatte Angst, jemand könnte den Weg in Gras Zelle finden und das Geheimnis zerstören. Ja, offensichtlich. Ich bin dir hierhin gefolgt, Adam. Du musstest die Mutprobe alleine bestehen, ohne deinen Talisman. Und so gab ich vor, Angst zu haben. Als ob! Du hast dir doch in die Hose geschissen, das weiß ich doch. Aber gut, das ist also Iguana. Hallo Iguana. Hier haben wir die Trompete. Was ist das hier? Das sind die Überreste von Murkong, dem General der Tyrannos. Gefangen von deinem Vater Jahre vor deiner Geburt, Adam. Ja, zu der Zeit bekämpfte er die plündernden Tyrannos. Und jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Doch als er Yelana heiratete und deine Schwester geboren wurde, begann er sich, um deren Sicherheit zu sorgen. Und seit ihrem Tod hat er alle Hoffnung auf den Sieg verloren. Schon ein armes Schicksal eigentlich. Und Morcus Rex wurde mit den Jahren immer dreister. Seine kleinen Raubüberfälle wurden zu Invasionen. Wir werden Morcus Rex aufhalten, das weiß ich. Ist dies das Geheimnis? Wir können aber hier vorne noch etwas angucken. Oh. Wir haben ja einen Kampf zwischen Dinosauriern und Menschen. Diese Fresken wollte dein Vater nicht ansehen. Schau! Auf einem bauten Dinosaurier eine Zitadelle für Menschen. Sie bauten viele. Die Tyrannos hatten einen guten Grund, uns zu fürchten. Vielleicht ist das der Grund, warum die Tyrannos das Band zerstören möchten. Das Geheimnis Gras ist hier, Adam. Er und dein Vorfahre, der Architekt, fanden heraus, dass unsere Stärke in der Vereinigung unserer Kräfte lag. Zusammen kämpften Menschen und Dinosaurier gegen die große Macht der Tyrannos. Und sie besiegten sie. Die Dinosaurier brauchten Essen, während sie die Zitadellen bauten. Die Menschen bearbeiteten das Land und sorgten dafür, dass die Erbauer Essen bekamen. Eine Hand wäscht die andere. Wären Menschen und Dinosaurier nicht gleichberechtigt gewesen, wären die Gebäude nie fertiggestellt worden. Als die Zitadellen fertig waren, waren die Menschen in der Lage, sich und die Dinosaurier gegen Eindringlinge zu verteidigen. Unsere Rassen waren stark, Adam. Ich nehme an, dass wir diesen Zustand dann wieder erreichen müssen. Sie hatten vor den Tyrannos keine Angst. Sie trieben die Feinde in den kahlen Norden, wo sie für viele Jahre blieben. Stell dir vor, die Tyrannos hatten zu viel Angst, um uns anzugreifen. Kaum vorstellbar im aktuellen Zeitraum. Das war nur durch die Einheit unserer Rassen möglich. Das ist das Geheimnis, Adam. Das ist das Vermächtnis von Gra und deinem Ahnen, dem Architekten. Ah, ich kann sogar noch weiter gucken hier, wie ich gerade sehe. Da haben wir die nächste Freske. Hier werden die Tyrannos abgewehrt durch die vereinigte Kraft von Menschen und Dinosauriern. Hier wird die Zitadelle gebaut. Nun kennst du die Geschichte der ersten Erbauer. Aber dann zerstörte der Versklaver, dein Großvater,
alles, was sie aufgebaut hatten. Nur weil er die Dinosaurier hasste. Und die meisten Menschen. Aber warum tat er das? Die Zitadellen wurden zerstört. Das Vertrauen zwischen Mensch und Dinosaurier wurde in den Dreck getreten. Und jetzt sind die Tyrannos zurückgekehrt. Wir müssen das Band neu schaffen. Dein Vater ist ein guter Mann, aber er glaubt nicht mehr, dass sie geschlagen werden können. Er irrt, Adam. Sie können. Nachdem du nun das Geheimnis des Architekten kennst, kann ich dir diese Flöte geben. Benutze sie zum Bau von Zitadellen. Okay, kann ich damit Dinosaurier etwa in einen Bannkreis schließen oder so? Und so erlernte Adam das große Geheimnis. Er wusste, was er zu tun hatte. Menschen und Dinosaurier mussten lernen, einander zu vertrauen und zusammenzuarbeiten. Wollten sie das Land von Orcus Rex und seinen Tyrannos befreien. Aber dieser Tag ist noch fern und so werden wir jetzt erstmal das nehmen, was hier liegt. Sieht aus wie eine Art Prisma. Das Prisma habe ich schon gesehen. Großvater sagte, man könnte damit hinter die Oberfläche der Dinge sehen. Hinter die Oberfläche der Dinge, das ist interessant. Das sollten wir auf jeden Fall aufbewahren. Wir können uns nochmal die Fresken hier angucken, zumindest einen von den hinteren habe ich noch ausgelassen. Hier sieht man diese Einigkeit zwischen Dinosauriern und Menschen. Diese Fresken, das wäre als sie hat das. Okay, das kriegen wir einfach mal weg. Ja. Und jetzt sind wir im Prinzip in der Krypta der Verdammten. Sind wir durch. Wir haben zwei wichtige Gegenstände. Wir haben das Geheimnis des Zitadellenbaus quasi erlangt. Und das ist ein sehr offensichtliches. Ich meine, dass die zusammenarbeiten müssen, war ja klar. Aber ja, wir werden mit diesem Wissen jetzt hoffentlich in die Welt hinausgehen, aber ich denke, dass unser Vater uns nicht so leicht gehen lassen wird. Vielleicht können wir irgendetwas tun. Adam hat ein interessantes Prisma gefunden, Monk. Ich erinnere mich, dass Großvater oft davon sprach. Darf ich es mal sehen? Geheimnisse faszinieren mich immer. Irgendwie ein bisschen creepy, aber gut, ich zeig's dir mal. Sehen können, was versteckt ist. Möglicherweise hinter diesem Spiegel. Er hat also die andere Platte, so muss es sein. Die müssen miteinander verbunden sein. Orcus Rex. Ich spüre seine Mordlust. Du hast den Feind gesehen, mein Herr. Nimm die Tafel. Du konntest sie erwecken. Vielleicht findest du auch einen Verwendungszweck. Na, ich hoffe doch mal. Wir nehmen sie dann einfach mit. Faszinierend. Du hast vollbracht, was ich in mehr als 30 Jahren nicht geschafft habe. Du hast das Geheimnis von Morkongs Tafel entdeckt. Es ist eine Art Fenster. Die Frage ist, wie viele es davon noch gibt. Du solltest ihn behalten, Adam. Danke. Monk, du musst mit dem König reden. Er wird dir zuhören. Er muss begreifen, dass es Adams Bestimmung ist, uns zum Sieg über Orcus Rex zu führen. Ich denke, dass dieser störriger, alter Typ da nicht auf Monk hören wird. Was? Du kennst die Meinung des Königs? Wie kann Prinz Adam hoffen, die Armeen der Tyrannos zu besiegen? Menschen und Dinosaurier müssen zusammenhalten.
Welche Hoffnung haben wir sonst noch? Wir brauchen einen Führer. Und Prinz Adam hat sich als würdig erwiesen. Und das ganz ohne ein einziges verdammtes Wort zu sagen. Winning. Epic Winning. Willst du warten, bis Morcus Rex kommt und die Welle von Mo einreißt? Aber Prinz Adam ist nicht bereit. Er hat die Tyrannos nie gesehen. Er weiß nichts über die Welt außerhalb von Mo. Und deswegen wird es Zeit, sie kennenzulernen, mein lieber Monk. Und du denkst, er lernt es, wenn er sich in der Zitadelle versteckt? Willst du ihm etwa beibringen, wie man einen Krieg führt, Monk? Nein, er muss es draußen selbst lernen. Er wird nicht alleine sein. Es gibt viele, die für ihre Freiheit kämpfen wollen. Die Zeit ist reif. Mal sehen, wer uns begleiten wird. Du hast recht, Dina. Die Zeit des Versteckens ist wohl vorbei. Die Tyrannos verbreiten schon viel zu lange zu viel Verwüstung. Weder der König noch ich haben den Mut, ihnen den Krieg zu erklären. Aber ein 18-jähriger alter, kleiner Junge, wie auch immer. Jedenfalls ist Monk nun unserer Brücke, unserer Gruppe beigetreten, wie ihr oben sehen könnt. Wenn es so ist, muss es Prinz Adam erlaubt sein, seiner Bestimmung zu folgen. Also gut. Lasst uns mit dem König reden. Und das werden wir tun. Ja, wir haben das Fenster, beziehungsweise was auch immer das genau ist. Wir werden es wahrscheinlich im Laufe der Zeit herausfinden. Übrigens, Morcus Rex, ich hatte als Kind so viel Schiss vor ihm. Ich habe mir in die Hosen gekackt. Auch da habe ich mir die Hosen gemacht. Also Lost Eden war für ein Kind schon irgendwie teilweise ein sehr gruseliges Spiel. Übrigens, der englische Synchronsprecher von Morcus Rex, ich glaube, ich habe noch nie etwas Gruseligeres gehört als das. Also wenn ihr euch das mal anhören wollt, dann macht es auf YouTube hier. Da hört man wirklich ganz, ganz grausame Dinge. Ich würde jetzt normalerweise mit dem König reden. Ich denke, das machen wir jetzt auch einfach mal. Denn was sollen wir hier sonst noch in Mo machen? Adam, Dina und der alte Monk gingen in den Thronsaal. Als Gregors engster Vertrauter tat Monk sein Bestes, den König zu überzeugen. Also wirklich, mein alter Freund, du erstaunst mich, dass gerade du so wilde Ideen hast. Zitadellen bauen? Dinosaurier und Menschen zusammenbringen? Ha, verrückte Träume. Und er verlässt die Gruppe wieder, warum? Eure Majestät, wir sind beide Männer des Friedens. Und wir sind alt. Aber Prinz Adam und Dina sind jung. Sie erwartet ein Leben ohne Hoffnung. Ja, das ist in der Tat so. Was gibt uns das Recht, sie und den Rest der Welt dazu zu verdammen, von Morcus Rex vernichtet zu werden? Es ist besser, als freier Mann zu sterben, als in Sklavenketten von der Gnade des Tyrannos abhängig zu sein. So viele wahre Worte, ich bin begeistert. Also wirklich, Monk, du überraschst mich. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du für den Krieg stimmst. Doch deine Argumente sind überzeugend, alter Freund. Und dein Rat ist weise. Der hat sich aber leicht überstimmen lassen. Ich habe die Augen zu lange verschlossen. Wohl wissend, dass dieser Tag kommen würde. Adam, mein Sohn, die Nachrichten, die ihr alle mir bringt, haben mir die Augen geöffnet. Du musst die Herausforderung annehmen. Der ist ja doch nicht so störrig. Wenn die Menschen überleben wollen, musst du deinem Schicksal folgen. Wenn wir vernichtet werden sollten, dann wenigstens kämpfend. Er wird siegen, mein Herr. Wenn er Menschen und Dinosaurier vereint, gibt es wieder Hoffnung für uns alle. Mit neuen Zitadellen und einem gemeinsamen Ziel werden wir Morcus Rex schlagen. Ach, junge Diener, mit deinem Mut scheint es wirklich möglich zu siegen. Adam, du hast meine Erlaubnis, diesen Krieg zu führen. Geht nach Shamar. Ihr habt meinen Segen. Falls es nach dem Angriff der Tyrannos Überlebende gibt, werden sie eure Hilfe brauchen. Tug, mein Wachsergeant,
wird euch mit einer Kompanie meiner mutigsten Krieger begleiten. Schaut bei ihm vorbei, bevor ihr geht. Das wäre ja cool, wenn wir ihn tatsächlich in unsere Gruppe aufnehmen könnten. Shamar ist also unser nächstes Ziel. Ich komme ebenfalls mit, Prinz Adam. Ich kenne den Weg nach Shamar. Und es wäre mir eine Ehre, euch als Führer und Bote zu dienen. Ich kann vorausfliegen und den Weg auskundschaften. Ein großer Tag bricht an. Ja, da Eloy im Prinzip diese Geschichte erzählt, hat er auch alles mitbekommen. Und so begleitet er uns natürlich auch. Prinz Adam, wir hatten schon vergessen, was es heißt, Hoffnung zu haben. Bis heute. Ich wünschte fast, ich könnte euch begleiten. Aber mein Platz ist hier, an der Seite deines Vaters. Wie schade, Monk. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. So, wir müssen also nun Tuk aufsuchen. Den Wachsergeant. Und wir müssen Mo verlassen. Und diesen Krieg führen gegen Morcus Rex und die Tyrannus. Aber das fangen wir dann erst im nächsten Video an, wenn es wieder heißt Let's Play Lost Eden. Denkt immer daran, I want you for an adventure. Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Weekly Valdis. Nachdem es wieder mehrere Wochen pausiert hatte aufgrund meiner PC-Probleme, nicht nur Hitzeprobleme, sondern auch die Tatsache, dass ich mit meinem Verarbeitungsprogramm nicht mehr wirklich viel anfangen konnte. Es hat sich ständig aufgehangen und dafür gesorgt, dass der Rechner sich herunterfährt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich jetzt herausgefunden habe, woran es liegt. Es war wohl einfach nur eine Einstellungssache. Ich habe vorher befürchtet, dass es vielleicht mit dem Netzteil zusammenhängt und das Netzteil gar nicht mehr ausreicht für mein System. Aber da kann ich jetzt Entwarnung geben.